Hallo, wir kennen jetzt schon die Ableitungen für Potenzfunktionen, für andere Funktionen auch, trigonometrische und sowas. Wenn die aber mal zusammengeknuddelt sind in einem Produkt oder in einem Bruch oder sowas, dann brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug dazu. Erstes Werkzeug, die Faktorenregel. Die sagt, ein Faktor vor einer Funktion bleibt beim Ableiten einfach erhalten. Haben wir die Funktion y ist x hoch 2, dann ist die Ableitung y'2 mal x. Heißt unsere Funktion y ist 6 mal x hoch 2, dann ist die Ableitung auch 6 mal 2x. So, also die 6 vor der Funktion bleibt erhalten auch in der Ableitung drin. Wer will, kann es natürlich noch ein bisschen schöner schreiben und 6 mal 2 ist 12 einsetzen. Okay, das war die Faktorenregel. Zweitens, die Konstantenregel. Die Ableitung einer Konstanten ergibt 0. Beispiel, y ist 6, die Ableitung y' ist 0. Y ist minus 8, die Ableitung ist trotzdem 0. Okay, das war's schon. Drittes Werkzeug, die Summenregel. Summen von einzelnen Funktionen werden häppchenweise abgeleitet, also jeder Summand einzeln. Gucken wir uns ein Beispiel an. Y ist x hoch 2 plus 6 mal x plus 8. Dann ist die Ableitung, erster Summand x hoch 2, Ableitung 2x. Zweiter Summand 6 mal x, die Ableitung ist 6. Dritter Summand die 8, die Ableitung ist 0, müssen wir nichts schreiben. Fertig. Noch ein Beispiel. Y ist x hoch 6 minus 8 mal x hoch 3 minus 35. So. Wieder erster Summand x hoch 6, die Ableitung 6 mal x hoch 5. Minus steht da, trotzdem heißen die alle Summanden, macht nichts. 8 mal x hoch 3 ist also dann 8 mal 3 mal x hoch 2. So, die 35 hat die Ableitung 0, müssen wir nichts machen. Ordentliche Menschen, die schreiben jetzt statt 8 mal 3 noch 24 hin. Und wir sind auch mit der Summenregel durch. Das vierte Werkzeug, die Produktregel. Wenn eine Funktion sich also als Produkt zweier Funktionen darstellen lässt, dann wird abgeleitet nach der Formel y' ist u'v plus v'u. Gut merken, die sehen wir öfter. Am Beispiel lässt sich das noch schöner darstellen. Funktion heißt y ist x hoch 2 mal Sinus x. Wir erklären also den ersten Faktor x hoch 2 zu u. Und der zweite Faktor ist Sinus x, den nennen wir v. So, die Ableitung dazu, u' ist 2 mal x, v' ist Cosinus x. Das sollten wir immer erstmal aufschreiben, das hilft dann bei der Ableitung. Hier unsere Formel nochmal und los geht's. Y' ist u' mal v. Und v' mal u. Fertig. Eventuell kann man da noch ein bisschen was schöner schreiben, umformen oder sonst etwas. Aber das war die Ableitung. Das nächste Werkzeug heißt Quotientenregel. Wenn wir eine Funktion haben, die eigentlich ein Bruch ist aus einer Funktion auf dem Bruchstrich und einer Funktion unter dem Bruchstrich, dann gibt es eine schöne Formel, y' ist gleich u'v minus v'u durch v². Am Beispiel können wir das mal schön durchsehen hier. Y ist 5 durch x hoch 2 minus 8. Wer steht auf dem Bruchstrich? Die 5, das ist u. Wer steht unten im Keller? V, x² minus 8. Zu den beiden gleich noch die Ableitung dazu. U' ist 0 und v' ist 2 mal x. Jetzt können wir die Ableitung aufbauen. Y' ist gleich großer Bruchstrich und dann geht's los. U' mal v. Klammern drum. Minus v' mal u. So, unten im Keller v ins Quadrat. So, das kann man noch ein bisschen schöner schreiben. Der erste Summand hier ist 0. Wir erhalten also oben auf dem Bruchstrich minus 10x und unten im Keller steht v².
Letztes Werkzeug, die Kettenregel. Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Das klingt alles erstmal ein bisschen windig, wenn ich sage, y ist f von u von x. Und die Ableiterregel heißt, y' ist f' von u mal u' von x. Am Beispiel sieht das viel, viel freundlicher aus. So, y ist Sinus von, in Klammern, x hoch 2 plus 8. Dann wird das Gemüse aus der Klammer dort erstmal zu u erklärt. Jetzt habe ich also y ist Sinus von u mit u gleich x² plus 8, klar. Aber y gleich Sinus u kann ich wunderschön ableiten. Da habe ich y' ist Cosinus von u. So, und meine Formel aber da heißt doch y' ist f' von u mal u' von x. Ich muss mir also noch u' hinbasteln. Und das als Faktor hinten ranhängen, also mal u'. Bevor wir fertig sind, tauschen wir das u wieder ein in x² plus 8 und haben es geschafft für heute.